An und für sich finde ich das total super, dass nicht mehr nur das Fleisch im Fokus ist. Und was ich jetzt einfach merke, ist, dass der Gast im Hintergrund jetzt aber schon langsam auch durch diese Social Media und so schon verstehen anfängt, dass vegetarische Küche mitunter gleich viel kosten darf wie Küche mit Fleisch, einfach weil es so viel Arbeit ist. Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute einer jungen Dame gegenüber. Ja, die ist motiviert, das merkt man. Die ist im Gegensatz zu uns extremst motiviert. Also wir sind ja auch oft motiviert. Aber sie ist es schon, sie war es schon mit 20 und hat den elterlichen Betrieb einfach mal so übernommen. Mit 20 den Tiroler Hof übernommen, war damals die jüngste Hotelchefin und jüngste Haubenköchin Österreichs. Ja, hallo. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, Viktoria. Danke für die Einladung. Grüß dich. Viktoria, wie alt warst du, wie du deine Hauben gekriegt hast? Da war ich 21. Boah. Das war eigentlich recht überraschend. Also, geht es eigentlich so bald? Ja, also es war so, dass einige Gäste anscheinend schon mal Gourmelio geschrieben gehabt haben, dass sie mal vorbeischauen sollen bei uns. Und da ist eigentlich keine Rückmeldung draufgekommen und irgendwann habe ich mal hingeschrieben, wie das dann ausschaut, wie man da denn hineinkommen könnte in diesen geheimen Kreis. Und die haben dann gemeint, sie schauen sich das an, ob es das wert ist, dass sie es anschauen. Und sie waren dann da offensichtlich. Also wieder mal bestätigt, ja. Sie einfach selber hinschreiben, einfach ja. Sie nicht scheißen und einfach schreiben. Ja, genau, und genau. Dann kommen sie offensichtlich. Ja. Und wie läuft sowas jetzt ab? Das heißt, die kommen, essen bei dir und du weißt gar nicht, dass die kommen. Genau. Und dann hast du irgendwann plötzlich die Nachricht, hey, du kriegst da Hauben. Genau, also sie verkünden ja aber im Jahr den neuen Gourmelio-Guide. Und in dem Fall, glaube ich, war es damals im Herbst, im November oder ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war November. Und eigentlich wollte ich nur schauen, was in der Umgebung so nice gibt, weil ich eigentlich schon ganz vergessen gehabt habe, dass ihr uns da auch eintragen habt, damals fürs erste Mal. Und dann, ja, schaue ich ein und dann war es so 23:30 in der Nacht oder so und dann sehe ich, oh, na, Viktor Fahringer, diese Haubenköchin, nein, das gibt's ja nicht. Cool. Also die schreiben da gerade vorher, hey, super, dass du es geschafft hast, das musst du dann lesen. Genau, du liest dann, liest und dann schreiben sie halt auch in die Bewertung mit rein, was sie gegessen haben. Und dann kannst du es halt zeitlich ungefähr festmachen, wann sie wahrscheinlich da waren. Aber hast du irgendwie eine Ahnung gehabt oder Vorahnung, dass an dem Tag Mara muss die besonders anstrengen Gar nicht. Okay. Überhaupt nicht. Cool, das heißt, das kann man eigentlich gar nicht planen, sondern man muss wirklich durchgehend einfach auf einem sehr guten Niveau kochen, weil die können jederzeit kommen. Genau. Wir trinken auf einem sehr hohen Niveau, und zwar ein gutes Desperados. Cheers. Ja. Cheers. Prost. Weil Desperados trinkst du euch gerne mal am Fuck, ausgesagt. Ja, genau. Also wenn ich mal fortgehe, ich liebe einfach Limette und in der Kombination mit Desperados. Das ist sehr gut. Aber du hast nicht der Jugend übersprungen, sondern du gehst schon ein bisschen fort. Oder bist du total stretcher Business und bist du ja jetzt 24, oder? 24. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt schon langsam an, so ein bisschen. Zum Fortgehen? Ja. Okay, also. Ja, wirklich. Es entwickelt sich so. Ich meine, die Jugendzeit, ich habe Lehre mit Matura gemacht. Ich bin damals im elterlichen Betrieb 2014, habe in der Küche angefangen beim Papa. Und mir war recht schnell klar, dass ich da echt erfolgreich sein möchte, mit was auch immer das dann wird. Und habe mich dann halt voll ins Lernen hineingestürzt und habe eigentlich auch keine Lust gehabt auf Ausgehen. Wenn du im eigenen Betrieb arbeitest und der ist recht klein, dann kommt da jetzt auch nicht so die Feierstimmung auf. Also, dass ich mit meinem Papa auf Nacht noch eine Runde saufen gehe oder so, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Das bringt mir schon zur ersten Frage. Wie war das? Das ist ja normalerweise eher unüblich, dass man eine Lehre im eigenen Betrieb macht. Oder das ist was man nicht so oft hört, dann auch noch mit Matura. Und dein Lehrherr war quasi dein Papa. Genau. Das ist ja was gerade in der Gastro eigentlich ganz komisch ist, wenn man halt sagt, man geht doch aus, sie lernen irgendwo anders und wenn es gut bist, dann kommst du wieder zurück. Ja, sie wollten, also ich bin ja eigentlich eine sehr, sehr gute Schülerin gewesen, ich bin immer leicht an mit Lernen, deswegen dann auch die Lehre mit Matura, weil es einfach leicht, mir fällt es leicht. Und sie wollten eigentlich, dass ich die klassische Matura einfach auf einer höherbildenden Schule einfach mache, weil es einfach, warum machst du das denn so kompliziert, mach doch das Einfache, wenn es eh geht. Und sie wollten eigentlich gar nicht, dass ich Lernen anfange in der Gastronomie, eben weil es so ein hartes Pflaster ist und so anstrengend ist und schon sehen wir nicht daheim. Mm. Was haben sie gemacht? Nein, Viktoria, wenn du das willst, dann machst du es jetzt wie alle anderen, du darfst jetzt mal Bewerbungsschreiben. Und haben mich dann mit meinen Bewerbungsschreiben zu verschiedenen Betrieben praktisch entlassen und gesagt, du gehst auch zum AMS und meldest dich da lehrstellensuchend und war dann auch beim AMS lehrstellensuchend, also beim Melden. Und schlussendlich habe ich dann echt gesagt, ja, sag einmal, wolltest du es mir eigentlich komplett auf den Arm nehmen? Wolltest du es mich nicht einstellen? Was ist denn los mit euch? Na, okay, dann, was sagst du, Mama zum Papa Fritz, was sagst du, nimm es? Ja, okay, fängst halt an bei uns. Du hast aber schon genau gewusst, was du willst eigentlich. Oder? Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht war das auch wichtig für den Prozess, dass ich mir wirklich sicher bin, dass jetzt die Schule nicht einfach gerade ein bisschen fad ist, weil es mir einfach doch nicht so taugt, sondern dass ich wirklich was anderes machen möchte und
direkt halt was mit, was lernen will, eigentlich was Hand und Fuß hat, in meinen Augen, gehabt hat. Und ja, so war dann der Prozess. Und du wolltest Köchin werden, also das war wirklich ein Traumberuf. Ja, ja, also ich habe während der Schule immer ganz gern daheim gekocht, einfach auf der einen Seite ein bisschen gezwungen, weil in einem kleinen Gastrobetrieb hilft man einfach zusammen. Das ist also ich glaube, wie vom Bauernhof oder wie wenn das Kind daheim ein Geschirrspüler ausräumt, hilfst du halt im Restaurant mit. Ich habe teilweise in der Volksschule am Nachmittag schon Kuchen mit angerichtet oder habe die Salate gemacht nach der Schule um 12 Uhr. Also bin da eigentlich wirklich hineingewachsen in das Ganze. Und für mich war es irgendwo natürlich, dass ich das weiterspinne, weil ich einfach schon so einen riesen Wissensstock eigentlich schon gehabt habe. Ohne, dass ich mir den erst aneignen muss. Aber dann würdest du generell sagen, dass so Lehre mit Matura ein gutes Modell ist? Also würdest du das empfehlen? Also zu dem Zeitpunkt ist es schon stressig? Also es ist brutal stressig. Also das, wenn ich sage, das ist ein bisschen anstrengend, wäre die Untertreibung des Jahrtausends. Es ist wahnsinnig fordernd. Was aber cool ist, ich weiß nicht, wie das Programm jetzt ist, aber damals, 2014 bis 17, glaube ich, war ich in dem Programm oder bis 18, da hast du nebenbei noch so einen Coach, der dir so ein bisschen in dieses Zeitmanagement-Ding hineinhilft, weil es einfach wirklich eine Dreifachbelastung ist. Mhm. Du hast einmal die volle Vollzeit im Betrieb, dann hast du die Berufsschule, die teilweise blockweise ist, und dann hast du noch die Maturaschule, wo du in kürzester Zeit dir praktisch diesen ganzen Stoff einverleibst, und da ist Zeitmanagement halt schon brutal wichtig, und das habe ich da gelernt. Cool. Also wir kommen ja aus dem Gastronomiebetrieb und alles, was wir wollten, war weg von der Gastro und weg von daheim. Und hat das sehr gut funktioniert jetzt rückwirkend. Ja, rückwirkend hat es nicht so gut funktioniert, aber wir sind beide nicht in den elterlichen Betrieben. Also wir machen beide mit Gastro und Eventagentur, aber wir wollten trotzdem irgendwie weg aus dem Business. War das für dich nicht einmal ein Thema, dass du sagst, jetzt habe ich immer mitgeholfen, ich war immer daheim und dann will ich mal aussehen und will was anderes sehen? Ich habe dann damals während der Lehrzeit schon einige Auslandserfahrungen gesammelt. Ich war da in Frankreich und Deutschland. Einmal war das so ein Begabtenförderungsprogramm. Ich sage das ungern, weil es klingt so blöd, aber es war sowas. Und einmal habe ich mir selber was gesucht, weil ich mir gedacht habe, ich schaue mir es lieber während der Lehrzeit an, das sowieso eine Probephase ist, vor 3 Jahren, wo ich mir entscheiden kann, in was für Richtung geht es. Und habe dann da für mich eigentlich auch schnell gemerkt, dass ich eigentlich nur Erfahrungen sammeln will und diese Routine aber nicht brauche, was in anderen Betrieben dann irgendwann kommt. Also wenn du auf Saison bist oder länger in einem Betrieb bist, auf einem bestimmten Posten in der Küche, kommt irgendwann diese Routine, weil irgendwann ist nichts Neues mehr. Dann geht es darum, dass du routiniert und schnell arbeitest. Und ich wollte aber eher dieses routiniert und schnell mit den Erfahrungen von den anderen Betrieben in meinen eigenen Betrieb stecken. Deswegen bin ich auch nicht auf Saison ins Ausland gegangen für längere Zeit, sondern immer nur ganz, ganz kurz und stichartig. Liebe Viktoria, jetzt nochmal zurück zu deiner Lehrzeit. Du hast beim Papa gelernt. Wie ist das, wenn man vom eigenen Papa, wenn der quasi auch der Lehrherr ist? Gibt es da Reibereien? Fängt man da manchmal zum Streiten an mit Papa? Ja, also zum Streiten, wir waren damals noch ein recht großes Team auch im Betrieb, weil der Betrieb noch anders strukturiert war. Es waren sehr viele Reibereien, aber dann immer wohl darauf bedacht, dass das eher hinter verschlossenen Türen passiert und jetzt nicht vor den anderen Mitarbeitern in der Küche, weil wenn der Lehrling einen Küchenchef anflammt, ich meine, das geht einfach nicht. Das macht, egal, ob das die Tochter, wenn die Tochter einen Chef anflammt, ist es noch viel schlimmer. Also das Das funktioniert einfach nicht. Und was wir halt schon ganz früh angefangen haben, wir sind einfach sehr, sehr kommunikativ, zumindest die weibliche Seite von unserer Familie. Der Papa ist immer, der hat immer gern seine Ruhe, aber wir reden immer sehr viel und reden alles zu Tode. Ich glaube, vielleicht kommt er einfach nicht zum Reden. Ja, vielleicht ist es so, ich weiß nicht. Ich kenne das manchmal ein bisschen von Pascal. Und wir haben halt immer ganz, ganz viel über alles geredet und ich habe mich auch ganz frisch einbringen dürfen in gewisse Sachen, wie wenn es nur die Servietten-Auswahl fürs neue Jahr ist oder neue Tischdecken oder Speisekartendesign. Ich habe auch ganz früh in der Küche dann praktisch angefangen, mir Gerichte zum Überlegen, die ein bisschen abzuändern. Also was recht unüblich ist für das zweite Lehrjahr zum Beispiel. Aber dadurch, dass ich ja schon diesen Wissensstand von vorher gehabt habe, bin ich nicht im ersten Jahr eingestiegen. Weil normal kommst du in die Küche und lernst einmal, wie man richtig ein Messer hält zum Beispiel. Und das waren alles Sachen, das habe ich schon kennen, also den gesamten Stoff vom ersten und zweiten Jahr eigentlich. Cool. Und jetzt bist du ja auch ein bisschen Botschafterin für eine Lehre in der Gastro, kann man sagen. Wir haben dich ja auch im Gondelslam kennengelernt von unserem Kollegen Stoccanotti, um auch ein bisschen so das Image der Gastro ein bisschen aufzupolieren und einfach zu sagen, wie es wirklich ist. Weil Küche stört man sich ja oft und auch wir, die in der Branche sind, ist ja die Küche oft ein bisschen so eine eigene Partie, oder? Also da geht es oft sehr hierarchisch, sehr stressig zu. Was sagst du da? Also wie ist es wirklich? Also ich muss fairerweise sagen, dass dieser Stress und das Hierarchische, das brauchst du ein bisschen, um wirklich dann auf Punkt extrem schnell abliefern zu können. Also man muss sich so vorstellen, in der Küche wird eigentlich immer ganz viel vorbereitet und trainiert praktisch bis zu dem Punkt, wo die Gäste kommen und dann muss geliefert werden. Also koste es, was es wolle, das muss einfach schnell funktionieren. Und dann das andere ist natürlich der Ton. Wie
kommuniziert man bestimmte Dinge. Ja. Und da habe natürlich ich auch über die Jahre einfach gelernt, dass es nicht immer Sinn macht, wenn du Leute anschreist, weil die dann nicht unbedingt schneller oder besser arbeiten, sondern einfach ganz kurze, ganz prägnante Anweisungen zu geben. Das ist ganz wichtig, glaube ich, in unserer Branche, dass du das nicht immer ausformulierst mit bitte könntest du eventuell, wenn du Zeit hast, weil dann diese Dringlichkeit einfach nicht ganz konkret wird. Aber der Rest ist halt der Ton. Und ich meine, ja, das ist immer noch, also nicht bei uns, aber es gibt Betriebe, die ich auch erlebt habe, wo das genauso ist. Wo der Küchenchef ist ja oft ein ganz irre extravaganter Choleriker. Ja, genau. Ja, so stellt man das immer vor. Dass sich selbst ein bisschen zu wichtig nimmt, ja. Das heißt, das willst du eigentlich einmal nicht sein, weil du bist ja jetzt auch Küchenchefin und du willst eigentlich auch ein anderes Bild vermitteln. Genau, ich möchte eigentlich ein anderes Bild vermitteln und was mir auch wichtig ist, im Prinzip diese Küchenchefs teilweise sind einfach so komplett überfordert und eigentlich schreist du nur dann, wenn du wirklich überfordert bist. Mhm. Auch aus Erfahrung. Du wirst nur dann laut, wenn du eigentlich selber nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und das sind eigentlich nur Strukturen des Problems, die nicht genau fertig gedacht sind. Und da komme ich auch schon aufs nächste, ganz, ganz viel Betriebe. Lässt sich vielleicht auch auf andere Gebiete umlegen, mit dem Lautwerden, wenn man überfordert ist. Ja, genau. Und mir kommt einfach gerade in Restaurants, ich habe da selber auch das aus erster Hand erlebt, angeschrien zu werden, aufs Übelste. Aber ich finde einfach, das ist immer ein Führungsproblem, das ist immer ein Leadership-Problem, wenn du schreien anfängst. Das ist selten, also in den seltensten Fällen ist der Mitarbeiter so unfähig, dass er die so wahnsinnig macht, was dann immer noch nichts rechtfertigt, aber es ist trotzdem, ja, da muss einfach am Leadership mehr gearbeitet werden, finde ich. Kommen wir mal ein bisschen zum Kochen. Mhm. Wir sind ja auch aus Gastrobetrieb, wie schon erwähnt, und ich habe das Kochen immer gehasst. Ich bin immer irgendwie zur Oma gegangen oder zur Tante und habe gesagt, ich hätte gern das und das zum Essen und das war's. Also ich habe mich mit Kochen eigentlich nie beschäftigen wollen, weil es mich nicht interessiert hat. Aber was ist für dich das Spannende am Kochen? Wieso hast du gesagt, das muss meine Berufung werden, das will ich mein Leben lang machen. Was macht da so Spaß am Kochen? Also am allertollsten finde ich eigentlich, dass du gerade in der Lehre zum Beispiel, dass du jeden Tag aufs Neue die Chance hast, das komplett das Ruder umzureißen. Also wenn der Vortag nicht ganz so toll war, hängt er dir sicher nicht nach, weil du ja sowieso jeden Tag frisch produzierst und frisch zubereitest. Das war mal das Erste. Also du hast jeden Tag wirklich eine neue Chance, die du nützen kannst. Und das Zweite ist, dass es so irre bunt ist. Also gerade wenn du mit frischen Lebensmitteln arbeitest, Kräuter, Gemüse, Obst, Fleisch etc., das ist alles so bunt und das ist einfach fürs Auge also extrem entspannend. Also für mich wäre das jetzt keine Alternative, dass ich den ganzen Tag zum Beispiel vorm Computer sitze, weil mir einfach die Farben fehlen, also dieses Echte und die Materialien und Texturen und ja, das war für mich eigentlich auch was Schönes, weil es ein bisschen was Künstlerisches auch ist. Schöner Gedanke. Und dieses Feedback vom Gast kriegt man ja manchmal in der Küche nicht ganz so sehr mit. Das kriegt ja meistens dann eben eher der Kellner, da gibt es dann weiter oder die Kellnerin. Wie siehst du das oder kriegst du das auch mit bei dir im Betrieb? Ja, wir haben eine offene Küche. Also man kommt bei uns ins Restaurant, in Tiroler Hof rein und links geht es in die Küche, rechts geht es in den Gastraumbereich. Und normalerweise sagen viele Gäste schon Hallo bei der Küche und sagen dann wieder Tschüss, wenn sie gehen. Manche kommen auch zwischendrin einmal auf so einen kurzen Ratscher zur Tür. Also man ist eigentlich recht nah am Gast. Und in Wahrheit, es gibt halt nichts Schöneres eigentlich, als wenn dein Gast geht und sagt, man, danke, das war wieder so super und freue mich aufs nächste Mal. Und du hast jetzt den Betrieb übernommen, relativ bald, mit 20 schon, und auch das dann in Victoria's Home umbenannt. Wie war das für die ganze Familie oder auch für die Belegschaft, dass plötzlich du jetzt dann die Chefin warst und auch das Aushängeschild, dass das nicht mehr Tiroler Hof, sondern Victoria's Home Gassen hat? Wie? Da könntest du übrigens mal für Victoria's Secret kochen. ja, also da haben wir eh gehofft, dass uns den nicht irgendwie verklagen oder so. Nein, aber eben auch, weil unser Hausprospekt Victoria's mit K Secrets heißt, weil praktisch unsere Geschichte mit drinnen ist, die Geheimnisse, wie unser Unternehmen aufgebaut worden ist. Also ich hoffe jetzt mal, dass wir damit irgendwie durchkommen. Wenn Sie zuhören, bitte nichts. Falls zufällig jemand von Victoria's Secret zuhören sollte. Man schreibt mir mit wir würden euch gerne interviewen. Karl bräuchte wieder neue Strapse in XXL, bitte. Das auch, ja. Nein, also ich meine, man macht natürlich auch Fehler bei so einer Betriebsübergabe und der größte Fehler war, dass das Ganze einfach viel zu sehr im Inneren passiert ist. Also ich habe mit dem dann natürlich auch, also nochmal, wir haben dann auch baulich umstrukturiert im Unternehmen, also sehr, sehr groß und sehr umfangreich. Und dadurch, dass ich so vollkommen in diese Baustelle involviert war, habe ich komplett aufs Marketing ein bisschen vergessen, muss man jetzt mal fairerweise sagen. Und auch diese Kommunikation nach außen, wie wichtig das eigentlich ist, dass du wirklich gerade auf die sozialen Medien viel machst oder vielleicht einmal durch die Stadt gehst und Leute einfach ansprichst und denen das erzählst, einfach so.
Und da habe ich halt damals noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich gut anderthalb Jahre gebraucht, um das Ganze wirklich zu etablieren, dass den Tiroler Hof schon noch gibt, aber halt nur im Restaurantbereich. Und dass das Ganze von der Tochter weitergeführt wird, weil Victoria's zu Hause, Victoria's Home, Englisch ist gerade Trend und so. Deswegen ist eigentlich so die Namensgebung entstanden. Das war eigentlich so. Also Marketing habe ich ein bisschen außer Acht lassen. Ja, aber Marketing machst du jetzt vollgas. Ja, und da genau. Ist schon interessant, weil du ja als 24-Jährige hast, bist du da eigentlich viel näher dran als viele ältere Gastronomen. Das heißt, du sitzt ja. Da schon auch voll auf Social Media, oder? Ja, total. Also einfach dieses wirklich hinter die Kulissen blicken lassen. Mhm. Das ist nichts, wo ich sage, direkt mit meinem Instagram-Post verdiene ich so und so viele Euro. Aber das ist eigentlich ein netter Gedanke dahinter. Sondern vielmehr, dass du einfach den Gast immer wieder auch untertags halt begleitest. Dass er eigentlich mehr so das Gefühl hat, er ist jetzt mit dabei in meinem Zuhause oder er schaut mir über die Schultern. So, das ist der Gedanke dahinter eigentlich. Kommen wir noch ein bisschen zum Kochen und zum Essen. Was kochst du am liebsten? Ich habe gelesen, Gourmet-Wirtshaus, also quasi eine Mischung aus traditionellem Essen und doch Haubenküche, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, tatsächlich, es war eben zuerst ein ganz klassisches Wirtshaus, wirklich nur Tiroler und österreichische Wirtshausküche, was mein Papa total gern mag. Also das ist sein absolutes Steckenpferd eigentlich. Und bei mir ist das halt nicht so meins. Das ist eher die Basis, auf der ich gern aufbaue, aber nicht meine Küchenrichtung. Und ich mag eher dieses feine, kreative, dieses spannendere Geschmacksdinge miteinander zu kombinieren, wie zum Beispiel einen Chai-Tee mit Haselnuss und Birne oder wenn ich Gurke und Ananas und Reis im Dessert zum Beispiel zusammengebe. Also, dass man da einfach ein bisschen kreativer arbeitet. Und deswegen ist bei uns wirklich die Gourmet-Karte was ganz was Eigenes und die Wirtshauskarte was ganz was Eigenes, aber jetzt keine neue Interpretation von klassischen Gerichten. Also, der Gast kommt und kann sich dann quasi aussuchen zwischen klassisch und Gourmet, oder? Ja, und aktuell kann er sogar mischen. Also er kann sogar sagen, er möchte von mir zwei Gänge und vom Papa einen oder vom Papa einen und von mir zwei oder der eine isst mein Menü und der andere isst drei Gänge von was auch immer. Also aktuell sind wir dann sehr flexibel. Sehr coole Idee, cool. Weil man mit dem Papa also zusammenarbeiten kann, also auf einer stressfreien Basis. Ja, er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Ja. Also wir haben uns da wirklich, also es sind immer klassische Posten, wie man sie eigentlich kennt, dass einer Vorspeisen macht, einer die Soßen, einer das Fleisch und so weiter, sondern wir haben wirklich unsere Karten getrennt. Mhm. Also er kocht seine Suppen und ich koche meine Suppen. Cool. Was ist so, würdest du sagen, so dein Stil, was zeichnet das aus, wenn man was für dich probiert? Also ich koche auf der einen Seite sehr, sehr floral und sehr leicht. Also ich arbeite sehr, sehr gern einfach mit Düften in Form von Tees oder Blüten. Sowas in die Art, das ist eher so meins. Dann auch sehr gern vegetarisch, also muss nicht immer Fleisch sein. Und wenn ich mit Fleisch arbeite, dann tue ich sehr, sehr gern schmoren. Also ich bin jetzt nicht so der Fan vom Rosabraten. Immer wieder mal gern, aber an und für sich liebe ich einfach das Schmoren und richtige Soßen ziehen und so. Das ist eher so das Handwerk, was ich am allerliebsten mag. Das ist ja auch das Schwierigste, oder? Dass man eine gute Soße kriegt, oder? Ja, nicht? Genau. Also der Karl und ich, wir sind so, wenn wir wo in ein Restaurant gehen, dann bestellen wir uns immer gleich nur eine Soße dazu, weil es zu wenig ist. Es ist uns meistens zu wenig. Ja, früher war der Saucier ja eigentlich der Wichtigste, oder? Der hat den Geschmack letztendlich gehört hat. Ja, aber die Soße verbindet das halt einfach alles, oder? Also wenn man es jetzt klassisch denkt, in Beilagen und Hauptstück, dann kommt das halt dann am Löffel durch die Soße wie so eine kleine Decke, die das halt zudeckt, wieder zusammen. Jetzt hast du gesagt, vegetarisch kochst gern, das ist ja sowieso super trendy gerade. Wie siehst du da die Entwicklung auch beim Essen und auch so gesellschaftlich gesehen? Immer mehr hin zu vegetarisch, essen wir irgendwann vielleicht auch alle Insekten in Europa? Und wie siehst du da so ein bisschen den Trend? Ja, Insekten waren ja nicht vegetarisch. Ja, nein, aber... Nein, an und für sich finde ich das total super, dass nicht mehr nur das Fleisch im Fokus ist. Und was ich jetzt einfach merke, ist, dass der Gast im Hintergrund jetzt aber schon langsam auch durch diese Social Media und so schon verstehen anfängt, dass vegetarische Küche mitunter gleich viel kosten darf wie Küche mit Fleisch, einfach weil es so viel Arbeit ist. Weil sonst hast du halt nur eine Karotte am Tellerle. Im Prinzip Fleisch kaufe ich, gerade wenn ich was kurz braten tue, das brate ich kurz, Entrecote oder was auch immer, ein Rücken, der ist dann rosa fertig. Da ist eigentlich nicht viel Handwerk passiert, außer dass ich auf der Kerntemperatur halt perfekt hingegart habe. Aber wenn ich dir jetzt einfach nur gekochte Karotte oder so am Teller hinlege, dann wärst du wahrscheinlich nicht happy damit. Und damit halt aus einer Karotte oder aus einer Zucchini, einem Kürbis, was auch immer, ein schönes Gericht wird, brauche ich halt sehr, sehr viel Fachwissen und sehr, sehr viel Technik. Und da merkt man halt jetzt schon, dass der Gast da voll neugierig einfach auch ist. Was kann man aus einer Karotte alles machen? Und was, das ist nur als Zwiebel eigentlich, ja, genau. Aber halt in verschiedenen Texturen. Also das ist schon ein Riesentrend und eine Riesenchance, aber auch, glaube ich, den wir alle irgendwo ergreifen sollten. Ja, ich finde es auch eine super Entwicklung. Also mir taugt es auch richtig. Glaubst du, wird es generell so sein, dass die Leute jetzt vielleicht ganz verzichten oder halt so sagen, einmal in der Woche werde ich nur Fleisch essen? In was für Richtung, glaubst du, wird es denn gehen?
Also wir im Restaurant zum Beispiel merken, dass wir einmal die Gäste haben, die sagen, Fleisch esse nur im Restaurant. Also die sagen, wenn ich essen gehe, dann hätte ich gern eben ein Fleisch und dann vielleicht auch was Gutes. Also nicht irgendwo irgendwas, sondern wie bei uns zum Beispiel, der Onkel ist Jäger, von dem kriegen wir das Wild. Also eher was wirklich Besonderes, oder? Und die anderen im Privatbereich, aktuell, was ich halt auch von den Kochschülern zum Beispiel mitkriege, die versuchen halt jetzt wirklich vegetarisch zu kochen. Was gerade in der Familie manchmal schwierig ist, weil da gibt es halt doch den einen oder die eine, die hat dann gesagt, na ohne Fleisch, na, ist kein richtiges Essen oder schon wieder was Vegetarisches. Ne? Mhm. Also da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger im Privaten nur als jetzt im Restaurant. Wie siehst du das Thema mit Unverträglichkeiten? Ich habe einmal ein Jahr lang ganz auf Gluten verzichtet und ich habe gemerkt, wie schwer es eigentlich ist in der Gastronomie, glutenfreie Produkte zu kriegen oder glutenfrei sich zu ernähren. Mhm. Ich bin dann auch viel weniger essen gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kriege meistens nichts Glutenfreies. Wie stößt du da auf so Unverträglichkeiten ein? Wird das in der Gastro immer mehr werden, dass man sich auf Unverträglichkeiten einstellen muss? Ich glaube, dass es ein Nischending wird. Also tatsächlich muss ich sagen, wir versuchen es natürlich weitgehend, wo es einfach möglich ist, aber irgendwo bestimmte Unverträglichkeiten, also zum Beispiel bei Zöliakie, wie bei, wenn man jetzt Gluten, zum Beispiel glutenhaltige Lebensmittel weglässt, funktionieren manche Rezepte nicht mehr 1:1, indem man sie einfach durch ein anderes Produkt ersetzt. Mhm. Das heißt, du brauchst eine komplette Rezeptur, eine neue. Heißt aber auch, wenn ich so einen Gast kriege, dass ich für diesen einzelnen Gast denselben Aufwand betreiben muss, zum Beispiel wie für 20 Gäste, die das normale Menü essen, weil ich was komplett Neues kochen muss, was ich gern mache, aber zeitlich ab und zu, manchmal geht sich das einfach nicht aus. Und in Wahrheit, glaube ich, werden sich einfach ganz, ganz viele oder halt vielleicht einzelne Restaurants wirklich auf solche Dinge spezialisieren. Mhm. Dass sie wirklich sagen, na, wir sind ein Restaurant, wir achten auf fruktosefrei, laktosefrei oder wir sind ein reines Zöliakie-Vegan-Restaurant zum Beispiel. Dass man sich da wirklich probiert, sehr zu spezialisieren, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was wir aktuell wirklich brauchen in unserer Branche. Dass die Restaurants sich wirklich überlegen, was kann ich eigentlich wirklich gut und was kann ich nicht so gut. Und das lasse ich einfach weg, weil man muss nicht alles anbieten, in Wahrheit. Also nicht der klassische Pasta, Pizza, Burger und Schnitzel, alles mögliche, Fischgerichte. Genau. Ja, sondern wirklich überleg dir einfach, was du gut kannst. Und wenn das einfach nur in Form von 2, 3, 4, 5 Gerichten ist, ist das in Wahrheit ja absolut ausreichend, wenn wir mal ehrlich sind. Manchmal kann zu viel Angebot den Gast überfordern. Finde ich auch voll. Du hast ja auch die Diätküchen gemacht, also du kennst dich mit sowas auch wirklich aus. Du hast da quasi auch eine Ausbildung gemacht. Wie siehst du da meine Droge Nummer 1? Wie siehst du den Zucker? Also ich bin ja einer, ich liebe Coca-Cola oder auch süße Nachspeisen in Form von alles, was mit Schokolade zu tun hat. Ist das wirklich eine Droge auch für die Gesellschaft, der Zucker? Zucker ist gesund, wie viel sollte man essen? Ich bin jetzt kein Gesundheitsapostel, ich konnte nämlich Eis zum Frühstück essen, fairerweise. Okay. Sehr, sehr schlechte Ernährung, was das angeht. Aber rein vom Kochtechnischen her, ist Zucker einfach nicht nur ein Süßstoff, sondern gibt er teilweise auch Textur. Also zum Beispiel ein Eis zum Beispiel ist teilweise nur deswegen geschmeidig und cremig, weil ein bestimmter Zuckergehalt halt drin ist. Jetzt kann man sich da aber auch mit anderen Produkten helfen. Also es gibt Zuckeraustauschstoffe, es gibt sowas wie Isomalt. Also man kann da auch auf Produkte zurückgreifen, die nicht ganz so süß sind, aber was ich eigentlich viel spannender finde, ist gerade in der Küche und wenn du süß willst, gibt es ja ganz tolle Produkte auch, die dir noch ein anderes Aroma mitliefern. Also der Zucker ist wirklich nur süß. Der schmeckt ja nur süß, da ist kein anderes Aroma mit dabei. Ahornsirup zum Beispiel hat noch ein bisschen was Karamelliges. So ein Reissirup kann mitunter so ein bisschen getreidig sein, ein bisschen keksig. Agavesirup ist wieder ein bisschen fruchtiger und trotzdem süß. Also ich arbeite ganz gern mit solchen Süßstoffen, die schon ganz gleich ungesund sind wie normaler Zucker. Also ein Honig ist es nicht gesünder als ein normaler Zucker. Also das ist beides gleich ungesund unter Anführungszeichen. Es klingt ja gesünder, der Genau, Honig. Aber es bringt nur anderes Aroma mit. Und das finde ich eigentlich nur ein bisschen spannender. Mhm. So. Wo holst du deine Inspirationen? Ich meine, das ist ja, man merkt es richtig, wenn du redest, du sprudelst, ja. Wo kriegst du da die neuen Trends her? Im Internet oder reist du da oder was? Also es ist eine Mischung aus. Oder kopierst du andere Gastronomen? Komplett. Also nein, tatsächlich, ich gehe auch recht wenig essen, weil ich einfach nicht so viel Zeit dafür habe. Also Internet ist einmal so die Nummer 1 Quelle für, dass man aktuelle Trends einfach mitkriegt. Dann zum Beispiel auch so Geschichten wie Instagram oder Pinterest, dass man da wirklich auf Blogs viel unterwegs ist, weil die einfach teilweise Foodtrends ein bisschen mehr diskutieren. Da gehe ich praktisch mit mir selber so ein bisschen in Diskurs und überlege mir, ob das für mich relevant ist oder nicht. Und dann natürlich Kochbücher.
Also ich habe ein bisschen eine Kochbuch-Kaufsucht und kaufe immer, denke ich mal, ja, jetzt habe ich es gekauft, jetzt habe ich wieder Wissen im Haus, aber ich muss halt lesen auch irgendwann. Und das ist eigentlich eher so das Problem. Also eigentlich eher so, ich tue mir einfach wirklich in die Materie einlesen oder wie auch immer, digital oder offline, und probiere da wirklich einfach Wissen zu sammeln. So. Mir würde es nur interessieren, nur mal der Moment, wo der Papa übergeben hat. Mhm. Normalerweise, glaube ich, ist es eher so, dass die Väter da eher sagen, ja, da vielleicht erst mit 30 oder mit 35, wenn du schon ein bisschen mehr Erfahrung hast. Warum war da die Entscheidung so, jetzt schon mit 20? Also der Tirolerhof damals war, also seit 2005, also es waren 15 Jahre fast, im Besitz von meinen Eltern. Und sie haben sehr, sehr viele Umbaumaßnahmen schon gemacht beim Haus. Aber wir waren jetzt irgendwo, sie waren damals bei einem Punkt, wo sie gesagt haben, naja, sie sind 55, wie weit waren sie denn da? 55? Keine Ahnung, irgend sowas, also noch nicht alt eigentlich. Was tun wir jetzt? Da mal jetzt weiter umbauen? Für wen bauen wir denn da jetzt nur um? Weil ansonsten rein steuerlich gesehen, lass das einfach 7 Jahre lang auslaufen bis zur Pension und dann verkaufst du es halt, oder? So. Mhm. Also rein klar, muss man sich mit 55 schon mal Gedanken machen. Genau, ne? Überlegst du halt, wie geht's weiter? Und für mich war dann so, naja, ich möchte es schon übernehmen, aber da jetzt nur so 10 Jahre so dahin schlankeln, wofür denn? Also, dass ich da jetzt noch sage, und jetzt schaue ich mir noch 3 andere Betriebe an und so, nein. Also, finde ich voll cool. Nein, voll. Nehme ich lieber meine eigene Energie und mache meine Fehler von mir aus mit dem Background-Wissen von den Eltern im Hintergrund. Also, das ist ganz, ganz wichtig und mir auch wichtig, dass ich das dazu sage. Ich habe nicht einfach drauf losgearbeitet und habe gesagt, ach, die Alten haben mir das jetzt übernommen und die sollen jetzt schauen und die macht das und ich bin der absolute Oberking oder so, sondern es sind immer nur also die Kommunikation ist das Wichtigste und eben das zu Tode diskutieren und wir beraten einander und arbeiten eigentlich immer nur miteinander und für mich war das immer begleitende Übergabe. Also sind jetzt 3 Jahre, ein bisschen über 3 Jahre, 3,5 Jahre, mehr fast 4 im Winter, aber bin immer nur mit in diesem Prozess im Hotelier werden und in diesem Unternehmen aufbauen, mit drinnen. Und ich bin ganz froh, dass sie im Hintergrund zumindest nur da sind, finde ich. Und wie ist da jetzt das Spannungsfeld Hotelier, Unternehmerin und Köchin? Mhm. Wie viel Zeit geht da für was drauf und in was für Richtung willst du auch noch mehr entwickeln? Also aktuell ist es so, dass das Kochen rein vom Zeitaufwand her nur ein Viertel von meinem ganzen Arbeitspensum einfach ist. Das sind aber das sind 38 Stunden ungefähr, 40 Stunden in der Woche. Also es sind eben von Donnerstag bis Sonntag wird eigentlich gekocht, so zeitlich. Dazwischen drin natürlich eben dann die Kochschule oder die Koch-Events so in die Richtung. Also es ist aktuell vom Workload her noch recht viel. Die Sache ist aber, dass wir jetzt in Corona eigentlich nur mittendrin irgendwo sind in diesem Wiederaufbau. Das heißt, mir fehlt nur diese Routine, die ich vorher angesprochen gehabt habe. Mhm. Und bis ich weiß, an welchem Standbein ich wirklich welches Standbein ich wirklich sehr intensiv aufbauen will. Bis dahin bespielen wir einfach aktuell alles so ein bisschen parallel und schauen einfach, wie sich das entwickelt. Jetzt sagt man ja gerade, die Jungen in Anführungszeichen legen sehr viel mehr Wert auf Work-Life-Balance. Bei dir hört sich das gar nicht so an. Also dir taugt es halt einfach so, was du machst. Ja. Wie würdest du das generell sagen, auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen, bei deinen Schulkolleginnen und Kollegen? Bist du da Ausnahme oder wie ist das jetzt eigentlich? Also ich bin einfach in einer Bucklerfamilie eingewachsen. Also du arbeitest halt einfach wirklich viel und hörst eigentlich auch nicht auf, bis du fertig bist. Also eigentlich nicht, weil du bist nie fertig, wie ich jetzt draufgekommen bin im letzten Jahr. Es gibt immer irgendwas, was du machen kannst. Aber tatsächlich ist halt mein Ziel, dass ich halt dann, wenn die anderen halt richtig durchstarten, so mit 35 oder so, dass ich dann halt einfach schon dieses größte Ding halt einfach geschafft habe für mich. Dass ich dann sage, so, jetzt bin ich 30, 35 und ich blicke auf 20 erfolgreiche Jahre zurück und jetzt kann ich halt einfach normal arbeiten, so wie die anderen halt davor. Das ist eigentlich mein Ziel. Wie hast du die Einstellung gekriegt? Ich glaube, das ist wirklich, weil ich nicht viel unterwegs war. Aber schon auch von den Eltern? Ja, es ist jein. Also auf der einen Seite natürlich die Eltern, die halt immer nur arbeiten, und ich meine, die sind jetzt über 60 und sie dann das halt immer noch genauso, weil sie halt immer noch arbeiten, weil sie einfach lang gebraucht, bis sie halt ein eigenes Unternehmen halt übernommen, also gekauft haben. Das war 2005 erst. Und ich bin halt jetzt noch so ganz am Anfang und wenn sie praktisch jetzt erst 30 wären, dann würde die Welt ganz anders ausschauen, weil dann würden sie jetzt genauso dastehen. Aber ich sehe mich halt nicht mit 65 so intensiv noch körperlich arbeiten, wie sie das jetzt immer noch machen, aber auch wollen. Also sie sind in dem Radl schon so lange drin, da kriege ich sie nicht aus. Cool. Total spannend. Wahnsinn. Ja, spannend ist auch immer unser Frühstück mit Bierwagen. So ist es. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen. Der bringt uns frisches Bier. Stoßen wir an. Desperados. Cheers.
Cheers. Natürlich mit einer Limette drauf. Mm. Das ist immer so der Moment bei uns, wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten und über irgendwas Lustiges reden, was der Viktoria mal passiert ist. Das kommt bei der Viktoria erst. Das kommt ja, erst. Ja, dann müssen wir uns wieder zusammenhocken in ein paar Jahren. Aber was ist da schon mal Lustiges passiert? Hast du mal ja, irgendeinem Gast was ganz Grausliches kredenzt? Ich habe letztes Mal gehört, es hat jemand aus Spaß, einem Gast, der sich einmal beschwert hat, hat er das nächste Mal wieder ein Gast gekommen, ist ein Schnitzel gemacht und hat ihm aber statt dem Käse ein Wettex einbaniert und der Gast hätte das fast gegessen. Na, wirklich? Also, weiß nicht, hast du irgendwie solche Geschichten, irgendwas Lustiges, was in der Küche mal passiert ist? Nein, es ist eher einmal so gewesen in einem Kochkurs. Da haben wir eine Herrenrunde da gehabt zum Steak-Kochkurs machen und das war die Weihnachtsfeier von denen. Bin ich erst später draufgekommen, weil sie schon von Anfang an recht trinkfreudig waren. Ich sage, jetzt, Viktoria, trink halt einmal mit was mit uns, das gibt's ja so nicht. Und ich sage, nein, besser beim Kochkurs. Und bin aber dann draufgekommen, was wollen die Gäste? Die wollen eigentlich nur einen Spaß haben und das Kochen ist total nebensächlich gewesen. So und habe dann halt mittrunken, habe dann praktisch meine Flaschen Wein gehabt, mir haben Steaks gemacht, also auch zum Soßen machen und habe halt dann da mittrunken und zum Ende hin war es dann echt ein bisschen stressig geworden, weil ich die Zeit übersehen habe und dann war das alles ein bisschen chaotisch. Also das war jetzt vom Arbeiten mit Alkohol her die verrückteste Geschichte, aber ich bin danach schlafen gegangen. Also sie haben dann einen Steak gegessen und ich habe gesagt, hey Mann, da, ich bin's, tschüss. Haben sie dich quasi angefühlt? Ja, komplett und ich stehe da hinterm Herd, Gasherd, aber Herr soll es waren und ja. Aber das ist das Schlimmste, was passiert ist, muss aber ich sagen. Das heißt, dem Alkohol bist du als Gastronomin wie viele andere Gastronomen nicht so zugetan, oder wie? Nein, ich bin eher so eine Anlasstrinkerin. Das ist es hat sich schlimm an, gell? Nein. Also immer, bei uns gibt es halt jeden Tag einen Anlass. Das wollte ich auch gerade sagen. Okay. Nein, es ist eher so, wenn wirklich einmal was, wenn ich wirklich mal von einer coolen Party oder irgendeinem Konzert oder irgendjemand hat Geburtstag oder so, dann trinke ich sehr, sehr gerne. Und dann, ja, dann meistens auch ein bisschen über das Notwendige hinaus. Und deswegen brauche ich am nächsten Tag immer einen Tag frei. Deswegen kommt das so selten vor. Weil ich erhole mich einfach nicht. Das ist schlimm. Wie ist das? Du hast jetzt gesagt, du gehst nicht so viel fort, du bist nicht so viel unterwegs, du hast Lehre mit Matura im eigenen Betrieb gemacht. Hat man da auch Zeit für Freunde, für vielleicht auch mal einen Mann in deinem Leben? Wie schaut da so ein bisschen die Planung aus auf der Life-Balance-Seite? Nein, die Life-Balance ist aktuell beim Entstehen. Also ich bin in einer Beziehung, ich habe Freunde. Und ich pflege auch meine Freundschaften mehr oder weniger regelmäßig. Dadurch, dass doch einige von denen auch StudentInnen sind und sowieso nicht in Kufstein sind, sondern wirklich auch weiter weg, sieht man die jetzt sowieso nicht täglich. Also sind dann halt Telefonate oder einmal ein Videocall oder so am Programm. Aber an und für sich, ja, bin ich eigentlich aktuell wirklich zufrieden damit, muss ich sagen. Also läuft echt alles unter einem Hut bei dir? Arbeit, ja, Privatleben, Freunde? Ja, ein großer Hut. Ja. Cool. Total cool, also sehr, sehr spannend. Was sind da so vielleicht noch deine Ziele? Wo magst du noch hin? Jetzt, wie gesagt, kommt ja vielleicht die eigene Kochsendung auf Puls 4 dann. Wie schaut es da aus? Wie geht's weiter? Also ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass mir das vor der Kamera stehen wahnsinnig viel Spaß macht. Auch in Verbindung damit, dass man, also in der Verbindung, dass man Kochen wirklich ein bisschen in die Leiden, also in den Haushalt damit hineinbringt. Mhm. Und wenn sich diese Kochsendungsgeschichte weiterspinnen wird, in welcher Form auch immer, dann wäre ich da absolut begeistert, weil das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wie lässt sich das dann mit dem eigenen Betrieb zu Hause verbinden? Das Restaurant ist dann zu und Kochkurse gibt es in dem Zeitraum, wo ich nicht vor Ort bin, zum Beispiel auch nicht. Okay, okay. Das heißt, du sperrst das Restaurant auch nicht zu fixen Zeiten auf und sagst, da muss ich da sein, sondern dann ist halt einfach mal zwei Tage zu und dann fertig. Genau, ja. Finde ich auch gut, weil das auch eine Einstellung ist, die viele vielleicht noch nicht gehabt haben vorher. Ja. Dass immer das weiterlaufen muss, ja, ständig. Und genau, koste, was wolle. Ja, ja, genau. Also finde ich auch gut, dass du sagst, okay, dann ist du damit zu. Ja, aber ich so bin ist ja nicht da. Also das ist ja, aber teilweise stößt du schon auf Unverständnis, weil dann heißt sowas wie, der Papa ist ja eh daheim. Ja, das ist eine Person. Wieso eine Person? Und das musst du dann einfach wurscht sozusagen. Und nein, jeder sage ich halt dann so, ja, aber so kann das nicht und ich bin nicht da. Also deswegen ist es zu. Finde ich cool, ja. So. Aber dass das Unternehmen dann auch aufbaust und weitere Köche einstellst oder so und du dich da operativ herausnimmst, siehst du das schon? Oder? Nein, siege ich noch nicht. Also aktuell ist es wirklich mein Baby und eben nur im Entstehen wirklich. Und momentan, und ich glaube jetzt auch in naher Zukunft eher nicht. Also das ist wirklich meine Handschrift und die von unserer Familie und wir bleiben jetzt mal unter uns. Und hast du dann irgendwie auch noch vor, weiß ich nicht, mehr Hauben zu erkochen oder Sterne oder was auch immer, was es gibt? Also mein Anspruch ist, dass ich wirklich mit jeder Karte, die ich mache, irgendwo was Neues probiere und mit Neuem meine ich, dass ich eine neue Technik vielleicht noch verfeinere. Eher so, dass ich wirklich mich verbessere von Karte zu Karte und wenn damit halt mehr Hauben kommen, würde ich mich freuen.
Und ansonsten freut es mich auch, wenn es bei der einen bleibt, die wir jetzt haben. Jetzt hast du auch zum Beispiel den Jungunternehmerpreis gekriegt 2020 und 2022 nur einen Tirol-Touristiker-Nachwuchspreis. Wie wichtig sind da solche Preise? Ist das auch ein Aushängeschild, das man braucht als Gastronom? Gerade als junger Mensch und gerade als Frau in der Branche, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass von außen Anerkennung für das kommt, was sie an Leistung bringen, weil es einfach ganz oft heißt, ja, die Junge oder ja, jetzt hat sie das daheim übernommen. Und gerade wenn von außen Anerkennung kommt, das ist irgendwie wie so der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Mhm. Aber sobald dann Institute das Ganze anerkennen, dann irgendwo steigt auch das Ansehen intern. Das ist eher das, was mir einfach aufgefallen ist, also für die große, breite Masse jetzt. Mhm. Du hast zuerst schon von Image geredet, dass du dafür über Social Media machst, da die Werbung, dass du zeigst, was du eigentlich im Unternehmen machst. Ist das auch ein guter Weg, um neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu bekommen? Weil das ist ja in der Branche gerade ganz, ganz schwierig, neue Leute zu bekommen. Absolut. Also tatsächlich kriegen wir recht viele Bewerbungen und auch teilweise direkt über Instagram. Jetzt stellen wir aktuell aber nicht ein, deswegen tut es mir eigentlich schon wieder fast leid. Und kannst du uns schicken. Ja, ist eher für die Küche. Habst du da Bedarf? Ja. Okay, passt. Also definitiv. Also Social Media, und es gibt ja mittlerweile die verschiedensten Plattformen. Ich meine, Facebook gerade bei unserer Generation ist beim Auslaufen. Das haben eigentlich eher nur noch die Älteren, so ab 35, Entschuldigung. Also ich bin schon auf Kein Facebook. Kein Problem. Danke, Victoria. Du bist schon auf TikTok auch, oder? Ja, das ist bei der App, da steige ich noch nicht so ganz durch. Das ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Gott sei Dank sagst du das. Ja. Wenigstens gibt es noch junge Menschen, die nicht alle auf TikTok sind. Also wo ich schon zum Schauen, aber zum Content generieren nicht. Aber ja, also soziale Medien sind wirklich wichtig. Aber also putterst du auch Werbung ein und bist auf Instagram? Ja, also nicht wirklich mit Budget, also das eigentlich nicht. Okay. Eher so, dass ich halt einfach, wie gesagt, dieses über die Schulter schauen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du bist glücklich vergeben in einer Beziehung. Ich stelle mir das trotzdem auch immer ein bisschen schwierig vor für den Freund, für die andere Seite. Wie lässt sich das vereinbaren? Arbeitet der mit im Betrieb? Macht der ganz was anderes und sagt, wir sehen uns dann am Montagvormittag oder wenn du halt frei hast? Wie lässt sich so eine Beziehung auch mit deinen ambitionierten Zielen und mit deiner Workload auch verbinden? Naja, er ist auch sehr ambitioniert mit seinen Zielen, die er hat, ganz anderer Bereich aber auch sehr ambitioniert, und deswegen funktioniert das auch. Also wir wohnen zusammen und wir sehen uns dann spätestens halt beim Schlafen gehen und beim Aufstehen halt, und es funktioniert. Also auch wieder die Kommunikation, und eigentlich war das nie wirklich Thema, also du hast nie Zeit für mich oder irgend sowas, tatsächlich nicht. Wir haben es eingangs schon erwähnt, wir kennen uns ja vom Gondelslam. Ja. Das war cool. Eben vor allem auch dazu gut, die Dienstleistung in den Vordergrund zu stellen, generell einfach so ein bisschen den Traum von den jungen Leuten, was wollen sie denn eigentlich machen oder sein? Was sind da deine wichtigsten Messages an die Jungen, die jetzt zuhören, oder auch an Ältere? Also gerade für die Jungen oder mitteljungen Alten, wie auch immer, ich bin da immer sehr so jemand, der gerne in Nischen denkt, und wenn ich jetzt einfach gerade für die Menschen spreche, die vielleicht überlegen, einen Betrieb zu übernehmen, weil da kann ich mich am besten hineinfühlen, und ich glaube, das ist der einzige Bereich, wo ich wirklich einen guten Rat geben kann. Wenn ihr den Betrieb übernehmen wollt und irgendwas passt euch an diesem Betrieb, an der Konstellation nicht, dann rechnet euch das Ganze einfach durch mit eurer Idee, mit euren Visionen, und passt es einfach so an das an, wie ihr das haben wollt. Es zwingt euch keiner, dass ihr das macht, nur weil es 150 Jahre lang so gewesen ist, jetzt ganz blöd gesagt. Also probiert einfach wirklich eure persönliche Note mit einbringen, wenn das Einzige ist, was euch an dieser Sache stört. Wenn es die Arbeitszeiten nicht sind, wenn es das Engagement, das gefordert ist, nicht ist, sondern wirklich nur, aber ich habe keine Lust auf Bed and Breakfast, oder Gott, halt, Pensionsgeschäft ist gar nicht meins, oder wir haben 100 Zimmer, so viel Leute, das will ich nicht, dann passt es einfach so an, dass es zu dir passt, rechnet das durch. Das ist schon wichtig, dass man wirtschaftlich ist und jetzt nicht nur irgendwie Orchideen und keine Ahnung, und ich bin jetzt einfach kreativ und schau mal, was passiert, sondern es ist schon auch wichtig, dass man das Ganze kalkuliert. Also das Risiko soll immer kalkulierbar bleiben, aber veränder es doch einfach. Und selbst wenn es dann nichts ist, kannst du es ja immer nur weiter verändern. Aber das heißt, du hast diese Übernahme auch wirklich durchkalkuliert. Du warst auch, ja. Gute Freunde stellen Rechnung so in die Richtung ich mit dir selbst. Ich bin ein absoluter Zahlenmensch. Also wirklich. Ja. Es ist manchmal schon fast ein bisschen verbissen. Also ich habe meine mit Excel-Tabellen, die mir aber meine Schwester hergestellt hat, weil ich bin nicht so gut im Excel-Formeln erstellen, muss ich fairerweise sagen. Aber ich kalkuliere sehr viel und auch beinahe eigentlich täglich, gerade aktuell. Also glaubst du, wie wichtig ist denn da das Team, mit dem du es machst? Oder bist du eher Einzelkämpferin? Zum Kalkulieren? Na, generell, wie würdest du das sagen? Oder ist sozusagen deine Familie dein Team? Meine Familie ist mein Team. Und wir sind alle nicht sehr verschwenderisch. Also eigentlich ist keiner von uns verschwenderisch, weil wir ja wissen, jeden Euro, den wir ausgeben, müssen wir reinkriegen. Also jetzt ganz leicht runterbrochen. Und es ist halt einfach schon wichtig, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt,
dass bestimmte Produkte halt einfach eine Wertigkeit haben und bestimmte Leistungen auch und dass man die halt einfach über einen Euro-Wert definiert. Und das ist ja ganz, ganz schwierig zum Kalkulieren manchmal. Weil ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil es, diese Betriebsnachfolge, das ist ja ein sehr oft theoretisiertes Thema, wo viele Leute verschiedene Meinungen haben. Und dass du jetzt sagst, eigentlich geht es ja darum, was der Neue sozusagen haben will und sich das überlegt und auch Dinge, die 150 Jahre so waren, einfach mal in Frage stellt und verändert. Ja. Finde ich sehr, sehr cool, dass du das auch so sagst. Ja. Ja. Bin ich gespannt, vielleicht könntest du da jetzt dem jungen Herrn Mateschitz ein paar Tipps mitgeben, wie er sein Unternehmen übernehmen kann oder vielleicht übernimmt das. Kann sich gerne melden. Kooperation mit Victoria's Home und Red Bull. Ja, warum? Ich habe aktuell Red Bull in meinen Automaten drinnen, so ist es ja nicht. Okay. Victoria, je öder das ich werde, desto mehr sehe ich Essen auch ein bisschen als Medizin. Mhm. Wie hast du da einen Zugang? Essen als Medizin, das, was man jeden Tag zu sich nimmt, wie siehst du das? Absolut. Also man kann nicht erwarten, wenn man nur Müll in sich reinstopft, dass der Körper leistungsfähig ist. Das ist einmal das Erste und das Wichtigste eigentlich. Und jetzt im Restaurant ist mein Ansatz, gerade beim Menü zum Beispiel, nicht, dass der Gast nach 5 oder 6 Gängen rausgeht und sagt, boah, ist mir schlecht. Gott, es war gut, aber ich kann nicht mehr oder boah, ich bin so voll. Eigentlich sollte es eher bis zum Hauptgang eigentlich wirklich sehr, sehr leicht bleiben alles. Deswegen arbeite ich ja sehr gerne eben mit vegetarischen oder veganen Produkten gerade in dem Bereich und achte auch schon drauf, eben mit meiner Diätkochausbildung, dass das Ganze nicht zu hochkalorisch wird. Also wenn man sich teilweise Gerichte anschaut, wo dann in so einer 200 Milliliter Suppenschale 100 Gramm Rahm drinnen sind, ich meine, kann da nur schlecht sein nach 4 oder 5 Gängen. Das geht gar nicht anders vom Körper her. Und wie machst du das jetzt auch, wenn du unterwegs bist? Du warst gerade in Wien auf Dreharbeiten und Co. Wie machst du dich da auch unterwegs gesund zu ernähren? Was sagst du, auf was sollte man mal ein bisschen verzichten? Wie sollte man denn seine Ernährung so ein bisschen zusammenstellen, dass man auch, wenn man unterwegs ist, halbwegs gesund ist? Das ist bei uns um 2 in der Früh dann meistens die Posen nach dem Auftritt. Ja, oder das Leberkassemmel oder irgendwas. Aber die Nacht hört einfach an bei uns. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich viel unterwegs bin, dann ist die Ernährung auch nicht so meine absolute Priorität, sondern einfach, dass ich wirklich gut schlafen kann und irgendwie satt bin. Was ich aber schon tue, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit viel Stress habe, weil man glaubt es nicht, aber in der Küche kriegst du eigentlich nichts zum Essen den ganzen Tag, ist, dass ich schon ein bisschen vorkoche. Und ich bin ein Riesenfan von Suppen, ich bin ein Riesenfan von allem, was irgendwie eintopfartig ist. Und da kannst du halt schon auch mit den Nährstoffen gut schauen, dass du da was Gesundes dir zusammen zauberst. Mhm. Jetzt müssen wir Schere, Stein, Papier spielen, wer von uns vorkocht für den anderen. Aber es ist wahrscheinlich Pest oder Cola. Also wenn wir das machen, dann kannst du sicher sein, dass wir in 2 Wochen magersüchtig sind. Ich hab dann auch. Dann wird doch wieder die Beefy von der Tankstelle. Habe ich da gekocht. Ich habe da Beefy gekocht. Ich habe auch Gerichte im Glas, also ihr könnt auch die aufmachen. Okay. Also ja, da kommen wir mal vielleicht einfach zu dir. Du entwickelst also quasi auch eigene Produkte, die du dann im Automaten, genau, vor dem Haus vermarkt. Cool. Also eben so. Auch, weil das Restaurant nur und am Wochenende halt offen hat aktuell, haben wir eben auch diesen Automaten vor dem Haus, wo Gerichte auch aus unserer Restaurantküche dann praktisch ins Glas kommen und dann da haltbar sind. Und funktioniert das? Ja, es funktioniert. Also der Anspruch von den Gästen ist wirklich da, dass sie sagen, ah, wenn ich wenig Zeit habe, will ich trotzdem ein richtiges Essen haben und sicher jetzt einmal nichts gegen Pizza und Posner und Ding. Echt, das schmeckt ja auch gut, aber sowas kannst du nicht immer essen. Und manchmal hast du einfach Lust auf was richtig Gekochtes und hast aber vielleicht keine Zeit oder kannst es vielleicht auch gar nicht. Und so, ja. Wenn du das nicht kannst, kann man bei dir in die Kochschule gehen. Die haben wir noch gar nicht so richtig thematisiert. Da kann man quasi wirklich bei dir auch von Anfang an lernen, wie man das Messer richtig hält. Oder sagst du, nein, es geht da schon eher so um spezielle Produkte oder spezielle Gerichte, die man lernen kann bei dir? Also an und für sich sind meine Kochkurse hauptsächlich für Hobbyköchinnen, also Köchinnen. Es ist jetzt nicht ein fortgeschrittenen Kurs oder ein Anfängerkurs geplant, sondern eigentlich für all jene, die jetzt nicht professionell kochen. Und ich habe schon verschiedene Themen, aber ich schaffe es immer, dass ich das Ganze auch auf den Einzelnen wirklich runterbrechen kann, also auch auf die Bedürfnisse von den Einzelnen eingehen kann. Weil wie viele Leute hast du da? Zwischen 6, also 4 sind es mindestens, meistens zwischen 6 und 10. Das ist so das Maximale an Personen. Und es ist eigentlich mehr wie so eine Live-Kochsendung. Also die Leute sind wirklich immer herzlich eingeladen, dass sie mitkochen und mitmachen, wenn sie wollen. Aber ich bin draufgekommen, es gibt ganz, ganz viele, die schauen einfach nur gern zu. Mhm. Die schauen nur gern zu oder probieren mal was oder berühren einmal einen Teig von der Konsistenz her oder schauen einmal, wie das mit dem Löffel von der Konsistenz her ist. Aber es gibt ganz viele, die sagen, nein, ich möchte wirklich zuschauen und das alles aufsaugen. Das verstehe ich, weil ich kann auch nicht kochen, aber ich schaue mir auch gerne Kochsendungen an. Ja. Also ich schaue mir das auch ganz gerne an manchmal. Und ja. Vor allem Mittag ist das immer gemein, wenn dann ein Koch
Kochsendung läuft und du sitzt alleine daheim und dann wird es die Fertigpizza. Ja, das blöd. Victoria, jetzt bist du ja nicht nur eine vorbildliche Unternehmerin, sondern auch eine vorbildliche Frau quasi als Unternehmerin. Das ist ja auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Was würdest du jungen Mädels mitgeben, wie sie in ihrem Leben so eine erfolgreiche Karriere hinlegen wie du? Also die Hürden, vielleicht fange ich damit an, die Hürden, die auf mich zukommen, sind auf der einen Seite, dass du halt sehr, sehr stark unterschätzt wirst, was eigentlich wieder ein Vorteil ist. Also man kann eigentlich in jeder Hürde immer ein bisschen einen Vorteil sehen. Mhm. Die Leute sehen das nicht so kommen, dass du wirklich was am Kasten hast, was ich wahnsinnig lustig finde, weil verstehe ich nicht. Aber ab an und für sich sind da diese Vorteile anscheinend noch da. Ah, das ist eine Frau, ah, das ist ein Mädel und die schaut ganz nett aus, die kann wahrscheinlich nichts. Und das kannst du eigentlich immer als Chance nützen. Und dann einfach, wenn du wirklich in was richtig gut bist, das du wirklich auf den Tisch hast einmal und einfach mal sagst, was du wirklich drauf hast und das auch wirklich zeigst und die dann nicht einschüchtern lässt von unter Anführungszeichen Männern oder sonst jemanden, Frauen, die vielleicht auch an dir zweifeln, gibt's ja auch, ist ja nicht so. Mhm, cool. Dass man da wirklich einfach durchgreift. Und ein gutes Umfeld ist eigentlich wichtig. Mhm. Ja, das sagen wir einmal, dass du ja so ein bisschen der Durchschnitt der 5 Personen bist, mit denen du dich am meisten umgibst. Genau. Darum habe ich auch durchschnittlich schon so viel Gewicht wie der Karl. Hoffentlich geht es bei meinen Haaren nicht in deine Richtung. Das gehört dazu bei uns. Ich verstehe, das passt gut. Wie schaut es vielleicht aus mit Rituale von dir? Weil du ja so wirklich ein tolles Mindset hast in deinem Alter. Und auch so viel Workload. Du wirst vielleicht ja auch mit Ritualen arbeiten, oder? Was du jeden Tag machst. Also tatsächlich ist es so, ich hätte so gern so ein super Ritual, die sagen, ja, jeden Tag um 8 stehe ich auf und dann mache ich meinen Sport und trinke ich mein Zitronenwasser und keine Ahnung. Aber in Wahrheit ist es eigentlich eher so, dass ich irgendwann einfach mal meine Rückzugszeit einfach brauche, wo ich dann sage, so, und jetzt, ich kann keine Leute mehr sehen. Was machst du dann? Dann gehe ich in die Wohnung und zeige mir Flauschsocken an und nehme meine Katze und schaue Netflix. Nein, okay. Es ist dann wirklich ganz also klassisch. Also Gott sei Dank, du bist doch noch ein ganz normales 24-jähriges Mädchen. Das passt. Nein, ich brauche dann einfach mal Ruhe. Also irgendwann ist so diese Social Battery einfach aus, wo ich sage, so, und jetzt bitte einen ganzen Tag lang Handy, nur wenn es wichtig ist, nur Familie und ansonsten lasse ich mich einfach in Ruhe mit allem. Mhm. Und was ist deine Lieblingsserie? Aktuell schaue ich, glaube ich, zum 5. Mal Suits. Und ansonsten, alles was ein bisschen kurz, also es ist so kurzfeilig und spannend eigentlich sein. Mhm. Und nichts Dramatisches. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan vom Mord und Totschlag. Wo man schnell wieder einsteigen kann, weil wenn man so mit 2 Monaten nicht sieht, wenn man die ganze Zeit arbeitet, dann muss man trotzdem wieder einsteigen können. Ja, genau. Das kenne ich von wohl. Ja, Victoria. Liebe Victoria, am Ende vom Frühstück mit Bier kommt immer noch kurz ein Word-Rap, ein Bier-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten. Bier-Word-Rap. Wenn ich nicht so eine gute Köchin wäre, was wäre ich denn dann? Dolmetscherin. Wenn ich Dolmetscherin wäre, welche Sprache würde ich übersetzen? Russisch und Französisch. Das war eigentlich mein Plan Nummer 1. Bevor ich Lehre mit Matura gemacht, weil ich immer daheim gearbeitet habe. Und habe mir gedacht, eine Arbeit, die ich heute habe, und kriege wenigstens ein Geld dafür, weil ich dann sowieso Dolmetscherin werden will. Okay, und kannst du Russisch und Französisch? Oder? Ja, nein, ich habe das damals nur über Bubble. Also Französisch kann ich gut, also ich verstehe es meistens besser, als ich darauf antworten kann. Also das funktioniert gut und Russisch eigentlich nichts mehr fast. Ich habe das über Bubble damals selber cool gelernt. Also vielleicht gibt es einmal eine Kochsendung auf Französisch. Ja, vielleicht. Mit Untertiteln dann, aber damit die Franzosen das verstehen. Okay. Und welches Land wäre es, wenn es nicht Österreich oder Tirol wäre? Wenn es nicht Österreich oder Tirol wäre. Wo würdest du gerne mal hin, unbedingt, oder vielleicht auch länger sein? Also mir hat es extrem gut in Nizza damals gefallen. Also ich habe da gearbeitet an der Côte d'Azur, da hat es mir sehr gut gefallen. Also das würde mir gefallen, so für die Sommer- oder Herbstsaison. Und dann, wenn wir schon von dem reden, dass man vielleicht einen anderen Wohnsitz hat, dann würde ich auch gerne irgendwie einmal nach Amerika oder so. Mhm. Also dann speziell eher so in die San Francisco-Richtung. Ja, dann ist eher so mein Pilates-Lifestyle. Also so, da hätte ich dann meine Morgenroutine mit Yoga und mein Smoothie. Also ja, ein bisschen Tagträumen. Aber das war dann eher das. Und ganz wichtig, Entschuldigung, vor der letzten Frage, deine Lieblingsspeise. Ja, absolut super. Fisch, also, ja, genau. Oder ich liebe das. Alles was mit Krustentieren und Meeresfrüchten und Gott, konnte ich sterben. Habe ich gerade gestern gegessen. Also. Und mein Lieblingsgeschmack, also vielleicht das Lieblingslebensmittel, könnte man es so sagen? Geröstetes Sesamöl. Oh. Ist klar, ja. Ja, ist auch ja. Nein, das ist so mein absolutes Lieblings. Geröstetes Sesamöl. Ja, ist sehr, sehr gut. Vielleicht ganz kurz, Victoria's Home ist?
mein Zuhause. Ja, ganz klassisch. Also mein Unternehmen, mein Zuhause, das wächst um mich und mit mir, entwickelt sich weiter, so wie ich ja. Also das ist eigentlich so die Idee eigentlich meines Lebens als Unternehmensform. Sehr schön, da werden wir dich auf jeden Fall beide mal besuchen. Gern. Und zum Schluss gibt es noch die Frage. Mit wem hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier, tot oder lebendig? Mit der Mama von meinem Papa. Also die ist leider nicht mehr am Leben. Die habe ich nie kennengelernt, aber ich habe immer nur super schöne Geschichten gehört von ihr. Cool. Die auch so ein bisschen eine Frau war, die Gas gegeben hat und richtige Ambitionen gehabt hat, aber halt leider viel zu früh verstorben ist. Cool. Ja, Viktoria, das war sehr spannend mit dir. Danke. Wir freuen uns schon auf die zweite Haube. Jetzt kommt eh die Haubensaison. Ja, jetzt geht's los. Ja, jetzt mit den Hauben geht's wirklich los. Ja, ja, ja. Und wir kommen gerne mal vorbei und holen Sie nur ein Kilo oder mehr auf den Bauch von dir. Gern, gern. Viktoria, danke für die Einladung. Alles Gute. Hey, danke. Cool. Danke. Tschüss. Ciao. Frühstück mit Bier.